Du überlegst dir wahrscheinlich gerade eine Miele Windows-Maschine zuzulegen und überlegst dir, was es wohl für ein Duft sein könnte, den die Kartuschen mit sich bringen, nämlich das Waschmittel von Miele. Grundsätzlich ist Twindos ja eine automatische Dosierung von Waschmitteln. Das heißt, du musst dich bei diesem Gerät nicht mehr darum kümmern, wie viel Flüssigwaschmittel oder Pulver du in das Gerät reingibst. Sonst müsste man ja normalerweise selber dosieren und darauf achten, wie verschmutzt die Wäsche ist, wie viel Wäsche du in deine Maschine gibst, welche Art von Wäsche und den Kalkgehalt des Wassers. All das nimmt dir das Gerät ab, entweder mit einfachen Klicks oder auch in den Grundeinstellungen deiner Waschmaschine. Das zeige ich dir gleich noch. Diese Funktion kann deine neue Miele Waschmaschine also für dich übernehmen und du musst dir keine Gedanken mehr darüber machen, wie viel Pulver du reingibst oder nochmal einen Schwupp mehr vom Flüssigwaschmittel. Ich kenne es ja selber. Wenn ich vorher dosiert habe, also ich persönlich habe auch Twindos zu Hause und vorher habe ich eben auch eher nach Gefühl dosiert, obwohl ich eigentlich genau weiß, worauf es zu achten ist. Und auch jetzt, wenn mein Twindos zu Hause mal alle sein sollte, habe ich sonst immer noch Pulver dort stehen, um ja diese Zeit zu überbrücken, bis ich meine neuen Kartuschen mit nach Hause nehme. Und auch da achte ich ehrlicherweise nicht so genau auf die Dosierung, obwohl es gerade sehr wichtig ist und gerade bei den neuen Geräten, denn die verbrauchen gar nicht mehr so viel Wasser. Und früher hatte man Waschmaschinen, die haben unendlich viel Wasser verbraucht, haben also auch überschüssiges Waschmittel einfach mit rausgespült. Und heute verbrauchen die Waschmaschinen echt wenig Wasser. Und wenn man da nicht richtig dosiert, kann es eben sein, dass Waschmittelrückstände im Gerät verbleiben und die Wäsche somit auch nicht sauber wird. Also viel hilft da nicht unbedingt viel. Ich verlinke dir am Ende des Videos mal ein Video von uns, wo ich genau darauf eingehe, was passiert, wenn du falsch und ja auch zu viel dosierst. Bei den meisten Miele-Geräten musst du aber nicht unbedingt das Miele-Waschmittel kaufen, wenn es dir nicht gut riecht oder auch wenn es dir vielleicht zu teuer ist. Denn man kann schon sagen, dass man für den Komfort, den man hat, sich das natürlich auch irgendwo einkauft. Zum einen im Preis der Waschmaschine selber und zum anderen im Nachrüstbedarf bzw. im Nachkaufen der Kartuschen. Eine Kartusche liegt jetzt mittlerweile aktuell bei 14,95 €. Eine Alternative kann also sein, dass du dir eine sogenannte Leerkartusche bestellst und dort dein eigenes Flüssigwaschmittel automatisch vom Gerät dosieren lässt. Nicht bei jedem Modell kannst du dir eine Leerkartusche nehmen und dein eigenes Flüssigwaschmittel dosieren lassen. Da musst du genau in der Gerätebeschreibung drauf achten, wenn das für dich wichtig ist. Ansonsten kannst du aber immer bei den Waschmaschinen natürlich das Schubfach oben nutzen und dein eigenes Flüssig- oder Pulverwaschmittel reinfüllen. Nur dann hast du eben nicht den Vorteil der automatischen Dosierung. Allerdings bringt das Miele-Waschmittel schon auch Vorteile mit sich. Wenn man mal genauer schaut, in den Kartuschen ist ja das Waschmittel entsprechend drin und man sieht, dass es sehr dünnflüssig ist. Wenn du dir mal handelsübliches Flüssigwaschmittel anschaust, das ist relativ dickflüssig. Das dünnflüssige Waschmittel fließt natürlich besser durch die Leitung als dickflüssiges und kann nicht so schnell zu Verklebungen führen. Das Miele-Waschmittel ist also relativ dünnflüssig, kommt in Blau daher für die Ultraphase 1 und in Weiß bzw. durchsichtig für die Ultraphase 2. Die Ultraphase 1 enthält Tenside und die Ultraphase 2 enthält Bleichmittel. Das macht den großen Unterschied zu herkömmlichem Flüssigwaschmittel aus. Herkömmliches Flüssigwaschmittel kann keine Bleichanteile enthalten. Diese würden sofort miteinander chemisch reagieren. Deswegen ist normales Flüssigwaschmittel auch nicht unbedingt für weiße Wäsche geeignet. Vielleicht kennst du das von zu Hause, wenn dort gesagt wird, weiße oder Baumwollwäsche wie Handtücher sollte immer mit Pulver gewaschen werden. Das liegt daran, dass im Pulver Bleichmittel enthalten sein können. Diese Bleichmittel dienen dazu, Bakterien besser abzutöten. Und das ist eben hier der Vorteil. Wenn man die beiden Kartuschen in das Gerät mit reingibt, werden sie ja zu unterschiedlichen Zeitpunkten in das Gerät gegeben, genau dann, wenn das gebraucht wird. Und zusammen ergeben sie entsprechend ein Vollwaschmittel. Ein normales, herkömmliches Flüssigwaschmittel kann kein Vollwaschmittel sein, auch wenn es manchmal auf den Verpackungen mit draufsteht. Das Waschmittel ist grundsätzlich für jede Art von Wäsche geeignet, bis auf Wolle und Seide. Kommen wir mal zum Geruch des Waschmittels. Deswegen sind wir hier und wollen uns mal
nicht nur ansehen, sondern mal riechen, wie das Waschmittel denn nun duftet. Und also wie gesagt, ich mag es nicht so ganz penetrant und ganz intensiv. Meine Wäsche muss auch nicht tagelang nach frischem Waschmittel riechen. Das brauche ich einfach nicht und wäre mir einfach zu viel. Für mich muss Wäsche einfach am Ende des Tages sauber aus der Waschmaschine kommen und sie darf gerne noch ein bisschen duften. Bei diesem Ultraphase 1, also bei den Tensiden, haben wir hier einen Geruch von, ich würde mal sagen, frisch, ein bisschen blumig, sauber und relativ dezent. Dieses Bleichmittel hier, die Ultraphase 2, riecht eigentlich nach fast nichts. Also da ist schon die Ultraphase 1 sehr dominierend im Geruch, im Sinne von, dass es hier riecht und diese Ultraphase 2 dient einfach nur noch mal der wirklichen Sauberkeit, dass die Bakterien durch die Bleiche abgetötet werden. Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Für den einen oder anderen riecht es vielleicht gar nicht gut, für den anderen ist es der ultimative Duft, den er nie wieder missen möchte. Ist natürlich jetzt schwierig, einen Duft zu beschreiben, dass du das irgendwie greifen kannst. Also ich finde es grundsätzlich angenehm. Es kommt natürlich immer auf die Dosierung an, was du natürlich eingestellt hast. Das heißt auch, wie kalkhaltig dein Wasser ist, das berücksichtigt das Gerät ja auch. Und je mehr Kalk im Wasser ist, desto mehr Waschmittel wird ja auch genommen. Das könnte dann sein, dass es relativ hoch dosiert ist. Und dann ist der Duft natürlich auch intensiver. Wenn man Allergiker ist und genau darauf achtet, was an die Wäsche kommt und an die Kleidung, gibt es Ultraphase 1 und 2 auch in sensitiv. Das hatte ich persönlich auch schon zu Hause und habe es getestet. Die Wäsche riecht danach tatsächlich nach nichts. Also sie riecht überhaupt nicht parfümiert, weil eben die Duftstoffe rausgenommen sind oder zumindest reduziert sind. Und da hatte ich auch schon mal das Gefühl, dass das Twinloss nicht richtig gewaschen hat, weil es eben so wenig gerochen hat. Das ist aber genau dafür gedacht, dass das sensitive Twinloss, beziehungsweise Ultraphase 1 und 2 in sensitiv, eben nicht riecht und für empfindliche Haut geeignet ist. Wir haben schon einige Videos über Twinloss gemacht und schau mal gerne hier vorbei, wenn du wissen willst, welchen Fehler du bei Twinloss niemals machen solltest. Und ansonsten lass gerne ein Abo da und bis zum nächsten Mal.